Hey Leute, was geht? Hier ist der Woody und ich hatte schon lange keine Cap mehr auf, fällt mir gerade auf. Da hängen so viele Caps. Warte, wo hängen die Caps? Da hängen die Caps. Hey Leute, was geht? Hier ist der Woody und ich weiß, eigentlich habt ihr heute, weil ja Mittwoch war, ein Gaming-Video erwartet. Wir haben heute Sonntag und ich kann euch jetzt schon sagen, dass kein Gaming-Video kommen wird. Ich wurde ich gehackt auf PlayStation. Und meine ganzen Account-Daten sind weg. Ich komme nicht mehr in meinen Account rein. Das ist auch ein One-Taker, weil ich ehrlich gesagt nicht Bock habe, irgendwas zu schneiden. Ich bin zurzeit ziemlich down von der Laune her und habe auch ehrlich gesagt keine Lust, es zurzeit zu machen. Also, Vlogs und so kommen weiterhin, aber halt jetzt erstmal kein Gaming. Ich habe erst überlegt, ob ich vielleicht irgend so ein Indie-Game spielen soll am Handy oder irgendwas auf dem PC oder so, aber. Irgendwie ist auch gerade die Lust ziemlich raus. Ich muss gucken, dass ich irgendwas hinbekomme bis Samstag halt von einem nächsten Video. Aber es ist wirklich zur Zeit irgendwie zocken jetzt nicht so meins. Ich habe ehrlich gesagt keinen Bock mehr. Weil der erste Punkt ist halt, ich wurde gehackt, während ich in Mannheim war bei meiner Oma auf dem Essen, Geburtstagsessen. Dann kam halt eine Mail, ihre Accountdaten wurden geändert. Kann mir kein Mensch erklären, wie dumm man sein muss, Sony. Wie dumm man sein muss. Tut mir leid, Alter. So eine große Firma und so dumm. Es ist so dumm. So minderwertig. Es ist so wirklich so minderwertig. Ich könnte mich so drüber aufregen. Ich will mich aber jetzt gar nicht lange drüber aufregen. Ich möchte jetzt hier auch nicht ausfallend werden. Ich verstehe bloß nicht, wie man, ohne dass man die Sicherheitsfrage kennt, ohne dass man mein Geburtsdatum, also ich habe nicht mal meins eingestellt, ohne dass man den ganzen Shit kennt. Einfach sagen kann, ich habe die Mail und das Passwort vergessen. Bitte schicken Sie das Passwort, schicken Sie mir den Link, dass ich das alles ändern kann, an die neue Mail. Die fragen nicht mal nach, ob ich könnte mich jetzt in jeden Account einloggen. Ich könnte mich in jeden Account einloggen jetzt. Ich könnte zum Beispiel sagen, bestes Beispiel, was ich nicht machen würde. Aber ich kenne Michaels Geburtstag, ich kenne seine Mail, ich schreibe jetzt zu Sony. Ich weiß nicht mehr mein Passwort und meine Mail. Bitte schicken Sie das an die Mail. Machen die einfach. Die fragen nicht mal. Die fragen nicht mal. Es ist so schlimm. Es ist alles weg. Ich habe den Account jetzt 8,5 Jahre gehabt. Da ist YouTube durch entstanden. Da ist mein Instagram-Name durch entstanden. Da ist mein Twitch durch entstanden. Da ist mein Snapchat durch entstanden. Die ganze Sache, warum halt Woody dahinter liegt, ist einfach weg. Es ist weg. Ja. Im ersten Moment dachte ich mir so, fuck, was kann ich jetzt machen? Mein Konto ist damit verbunden. PayPal ist damit verbunden und so ein Scheiß. Ja, erstmal sperren lassen natürlich. Ist natürlich fett. War ich, wie gesagt, in Mannheim, meine PlayStation steht 160 Kilometer weg von mir in dem Moment. PlayStation App lässt mich nicht rein. Nichts. Habe ich natürlich, übrigens, Grüße gehen raus an Brian und Maiko. Ihr wart sehr hilfreich. Ich habe natürlich Maiko direkt angerufen und gesagt, Alter, wo bist du? Ja, bin meine Oma. Ich so, ja, kannst du mal, wenn du zu Hause bist, kurz. Ich glaube, ich wurde gehackt und das alles weg. Also er geht sofort nach Hause, er guckt, er hat es probiert, es hat nicht funktioniert. Man kommt in meinen Account rein, man kann aber nicht online gehen, das ist halt einfach Crap. Brian hat es dann auch probiert, hat auch nicht funktioniert. Das heißt, jetzt die ganzen Online-Sachen, die ich hatte, das heißt, der Name Woody 75 Bämpfling, der gehört nicht mehr mir. Den hat sich irgendeiner gegrabt und ja. Jetzt kommt mir nicht mit, den kann man doch bestimmt zurückholen. Ja, dafür gibt es Punkte, wie man das machen kann. Ich habe alles ausprobiert. Ich werde jetzt morgen am Montag bei dem Support anrufen. Also wie gesagt, ich rufe da am Montag nochmal an, also morgen. Den Anruf werdet ihr auch in Woody's Week sehen, weil ich werde den aufnehmen und halt gucken, ob ich nochmal irgendwas bekomme. Was natürlich ziemlich geil ist, was ich nicht verstehe, warum der Support von so einem großen Online-Unternehmen, bei Microsoft kriegt es auch auf die Reihe, Sony halt irgendwie nicht. Es hat auch Ubisoft und so einen Support fürs Wochenende, aber halt Sony nicht. Sony denkt sich, nein, Montag bis Freitag, den Rest machen die halt nicht. Ja, Samsung, Microsoft, alle anderen Apple kommen wir das Wochenende. Oder halt samstags wenigstens. Wenigstens ein bisschen könnte man schon den Support anmachen. Gibt einen Nachrichten-Support oder einen Live-Chat-Support, den kann man halt nicht nehmen, den Live-Chat-Support, weil man kommt da nie durch. E-Mail geschrieben. E-Mail gesagt bekommen, solange ich das neu, das jetzt haltet euch fest, haltet euch bitte einfach fest, diese Logik. Ihr müsst euch nicht mal mit PlayStation oder mit Gaming auskennen. Ich brauche die Mail, das Geburtsdatum oder die Sicherheitsfrage. Um nochmal darauf zurückzukommen, der Typ, der mich gehackt hat, hat die Mail, das Geburtsdatum und die Sicherheitsfrage geändert. Wie soll ich euch die Mail und so sagen, wenn ich nicht weiß, wie die Mail jetzt ist?
Ich gebe meine alte Mail ein oder meine alte ID. Diese E-Mail existiert nicht. Ja. Ich weiß nicht, ob man es ein bisschen anmerkt. Normalerweise lade ich solche Videos eigentlich echt ungern hoch, solche saden Videos, weil auch im Hintergrund gar nichts passiert, aber ich kann leider gerade nicht anders. Ich dachte, ich muss euch das mal irgendwie erklären. Auf jeden Fall ist der Account, viele würden jetzt sagen, ja, jetzt ist doch nicht so schlimm. Es ist halt 8 Jahre, es sind halt, glaube ich, um die 200, 300 Spiele auf dem Account, 4, 5, na, 3 Platin-Trophäen, fast 4. Wirklich über ein halbes Jahr, fast ein Jahr Spielzeit in dem Account drin. Ich meine, alle CODs, Rainbow, Rocket League, Battlefield, alles weg. Also es ist alles weg. Ich hoffe, dass ich morgen nochmal was machen kann. Ich meine, ich habe ja genug Beweise hier, am besten auch noch auf dem Channel. Man sieht ja meistens auch mal Gesicht in den Streams. Man hört man ja meine Stimme und es ist ja wirklich. Man sieht dann auch unten immer meinen Gamertag. Ich hoffe, ich kann mir den irgendwie zurückholen. Und ich hoffe, der Typ wird da noch nicht so viel dran verändert in dem Fall. Was er gemacht hat, ist auf jeden Fall dumm von ihm. Ich habe schon zu allen Leuten, mit denen ich gesagt, wenn der online kommt, auf jeden Fall gucken. Er hat seinen Echtnamen, also meinen Namen, für Jungblut hieß ich da, hat er geändert in seinen Namen wahrscheinlich. Oder ich hoffe mal in seinen Namen. Wäre natürlich mega dumm, wenn er das in seinen Namen geändert hätte. Weil die Leute, mit denen ich zocke, Brian, Maiko, Tom und so, haben mich alle unter Echtnamen. Das heißt, das wäre ziemlich dumm von ihm, wenn er seinen Echtnamen wirklich angegeben hätte. Bei Spiel Max Mustermann oder so, weil dann könnten die Leute den Namen natürlich sehen. Wäre natürlich ziemlich scheiße, aber ich würde die natürlich dann auch finden. Und ich habe ihn auch auf jeden Fall auch drauf aus, weil Sony kann natürlich einmal auch sagen, wo der Typ sich eingeloggt hat. Und wenn zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, wovon ich jetzt nicht ausgehe, ich glaube, das war irgendjemand vom Ausland, keine Ahnung von wo, wahrscheinlich irgendein Russland, Amerika, Spanien oder sowas. Ich hoffe mal, dass er nicht in Deutschland war. Wenn ich rausfinden sollte, dass es jemand war, den ich irgendwie mal begegnet bin, also der irgendwie hier im Umkreis wohnt, den werde ich natürlich dann auch zur Rechenschaft ziehen. Nicht irgendwie hingehen und dem aufs Maul geben, sondern auch nicht zur Polizei gehen. Man kann dann nicht irgendwie sagen, es wurde geklaut, es ist klar, das Konto verbunden. Aber ich werde dann wahrscheinlich natürlich mal probieren, mit dem irgendwie Kontakt aufzubauen und ihn einfach mal, ja, zur Rechenschaft ziehen. Es ist gerade ziemlich sad, deswegen, ja, wie gesagt, Ich finde nicht, dass ich eine Strafe verdient habe, weil es ist ein Video gekommen. Es ist zwar kein Gaming-Video. Ich hätte zwar noch ein, zwei Videos gehabt, die ich hochladen hätte können. Ich hatte auch noch ein Road to Win. Ich hatte auch noch 2 Sniper-Matches. Aber ich hoffe, ihr versteht irgendwie, dass die Luft halt raus ist. Deswegen wünsche ich euch jetzt noch eine angenehme Woche. Ich hoffe, dass ich das hinbekomme, das zu fixen. Und ich hoffe, dass ich den Account wiederbekomme, weil sonst wäre es halt mega scheiße. Also, haut rein. Bis zum nächsten Mal.